der Schwarzwald, der hat schon was Besonderes. Der hat fast was Mystisches. Die Ruhe, diese dunkle Stimmung mit diesen Lichtstrahlen, die durch diese Bäume reinfallen. Das Geplätscher vom Fluss und vor allem die vielen Gesichter, die der Schwarzwald hat. Wenn ich nur da mal 30, 40 Meter auflaufe, schaut es schon wieder komplett anders aus. Es ist sehr, sehr geheimnisvoll. Schön. Die Natur ist eigentlich mein Rückzugsort, wenn ich so viel unterwegs bin, Veranstaltungen mache oder auch Bücher schreibe, ist es für mich so der Ort der Ruhe, kann man so richtig abschalten. Der Moment, wenn man durch den Wald läuft und nur die Bäume anschaut oder sich auf den Weg konzentriert und der Kopf wirklich frei wird, dann kommen einem spontane Ideen, die von quer her kommen, die in erster Linie mit dem Wald gar nichts zu tun haben. Aber der Wald ist einfach das Mittel dazu, dass wieder der Kopf oder der Geist wieder frei wird oder offen für Neues, dass wieder neue Inspiration reinkommen kann. Mike, du bist der Jäger. Ja. Warum bist du so jung? Die Jäger sind doch die meisten alt. Ja, das ist meine Leidenschaft. Ich komme aus einer jagdlichen Familie, bin jagdlich aufgewachsen und wollte halt selber auf die Jagd gehen, das Ganze von Anfang bis Ende durchziehen. Und das macht man am besten, wenn man jung ist. Wenn man alt ist, ist es vorbei. Gut. Weil bei uns in der Gesellschaft so hat die Jagd eigentlich eher ein schlechter Ruf, sage ich mal, weil ich glaube, die Leute zu wenig informiert sind, was eigentlich die Aufgaben vom Jäger sind. Die meisten meinen ja, dass bei uns die Jäger so blindwütend durch den Wald laufen und alles erschießen, was sich bewegt, nur aus, dass sie ein Geweih zu Hause haben oder einen Wildschweinzahn, irgendeine Trophäe. Wie siehst du das? Das ist nicht so? Nein, das ist gar nicht so. Ich gehe jetzt auf die Jagd, damit ich einfach die Qualität vom Wild selber in der Hand habe, dass ich einfach mein Wild selber erlegt habe. Auf die Jagd gehe, die Ruhe genieße, das Wild zu beobachten. Das sind Momente oder auch gerade Sonnenaufgänge oder Untergänge, das sind Momente, die sieht man jetzt in einer Großstadt nicht. Und mich zieht es halt einfach in den Wald. Ich will da raus, ich will ja, das ist was Seelisches, wo ich einfach seelisch zur Ruhe kommen will. Wir haben jetzt sofort einen kleinen Spaziergang gemacht, sind durch den Wald gestreift und haben Unmengen entdeckt. Im Prinzip gibt uns der Wald alles her und das wissen die meisten Leute nicht. Wir haben Wildfleisch, das wahnsinnig wertvoll ist. Wild lebt ja, wie schon gesagt, in wilder Natur, in freier Natur. Es wird von dir, von einem berufenen Jäger erlegt, mit einem fachmännischen Schuss. Es hat keine Transportwege, es gibt keine Antibiotika, es ernährt sich gesund, ist eigentlich für uns Menschen ein wahnsinniger, ein tolles Produkt, was aber komplett unterschätzt wird, weil es noch irgendwo, noch, jetzt auch abgesehen jetzt von hier im Schwarzwald, noch so eine Randerscheinung irgendwo ist. Oder? Und wenn wir jetzt durch den Wald gelaufen sind, haben wir ja gesehen, der Wald gibt uns ja eigentlich im Prinzip alles, was wir brauchen. Wir haben Kräuter gefunden, es stehen jetzt überall noch Heidelbeerstauden rum, es gibt Pilze. Wir könnten uns eigentlich komplett im Wald ernähren. Und ich glaube, das ist etwas, was die Leute überhaupt gar nicht wahrnehmen. So. Wenn jetzt du zum Beispiel Aufsichtsjagd machst, du hast dein Tier, das du erlegen willst, ins Visier genommen. Erlegst du es, was kommt dann? Nach dem Schuss sucht man sich erstmal eine bruchartgerechte Baumart. Mir Ehre des Tier, zu Ehren des Tieres bekommt das Tier der letzte Bisse. Und dann geht es weiter mit der Bergung des Tieres. Gehen in unsere Wildkammer. Mhm. Da können wir sagen, die ist nicht weit weg, die sind 5 Minuten Fahrt vom Revier. Dass wir auch die Wege kurz einhalten, ist auch maßgeblich auf die Fleischqualität dann. Das wird dann zerwirkt oder ausgebeint, sagt der Metzger. Der Jäger sagt zerwirkt. Und dann kommt es dann fertig pariert und zugeschnitten, vakuumiert zum Metzger. Ja. Im Verkauf. Und dort hoffen wir dann, dass es einen tollen Abnehmer findet, der das so respektvoll und gut zubereitet und für seine Familie ein schönes Abendessen, ein Mittagsmahl macht. Wir werden heute Abend grillen, miteinander.
Ich werde für dich ein schönes Stück Wild, das du mir gebracht hast, grillen, aber ich muss in der Zwischenzeit noch einen Spaziergang im Wald machen, weil ich ein paar Kräuter und etwas Zubehör brauche. Ja? Ja, dann auf, dann geh. Okay. Die Massentierhaltung und alles, was man so in den Medien gesehen hat, hat mich eigentlich zum Wild geführt, weil Wild halt für mich einfach ein Lebensmittel ist, das, wie man schon sagt, das ist Wild, das lebt im Wald, das bekommt keine Antibiotika, das versorgt sich selbst, wird von einem berufenen Jäger dann geschossen, es hat kaum Fett, es hat einen Haufen Spurenelemente und ist ein wahnsinnig schönes, erdiges Stück Fleisch, das man zubereiten kann, ganz puristisch, und das fasziniert mich so an Wild. Dieser respektvolle Umgang, der die Jäger mit dem Wild pflegen, das fasziniert mich wahnsinnig. Ich würde es jedem empfehlen, dass er sich das mal anschaut und mal dabei ist, dass er dann dem Stück Fleisch, das nicht mehr neutral aus der Kühltheke kommt, die nötige Wertschätzung gegenüberbringt und sagt, ja, dann sieht er, dieses Tier ist für mich gestorben und nicht. Das kommt nicht aus der Kühltheke. Das ist ein Lebewesen, das für mich gestorben ist. Und ich glaube, wenn es den Leuten bewusst ist, wird man auch der Fleischkonsum wird sich selber irgendwo bei vielen Leuten einregeln von selbst. Das bereitet mir oft schlaflose Nächte. Wenn ich habe immer die Bilder im Kopf der Massentierhaltung und denke mal, wenn ich durch den Supermarkt gehe, muss es wirklich sein, dass das Fleisch so billig ist und dass jeder Unmengen von Fleisch macht und das noch wegwirft, wenn er nicht alles macht. Ich finde das wahnsinnig verantwortungslos, weil wir haben vergessen, das Tier zu ehren. Wir haben vergessen, dass wir Familie an den Tisch setzen, am Sonntag miteinander ein tolles Mahl zubereiten und dem Ersten die Wertschätzung geben und dem, was zubereitet, der es verdient. Grillen ist für mich wirklich die absolut ursprünglichste, natürlichste Zubereitungsart. Es ist ja die Faszination Feuer, die uns Menschen immer schon angetrieben hat. Schon die Urvölker wollten das Feuer bändigen. Und ich glaube, das ist das Spannende, wenn man sich das Essen ohne große technische Hilfsmittel praktisch verdienen muss. Wenn man es natürlich zubereitet, habe ich das Gefühl, dass es besser schmeckt. Ich habe diese Rehkeule zerlegt in ihre ganz einzelnen Muskelgruppen und habe sie dann bei direkter Hitze gebrändet und an einem warmen Punkt im Lagerfeuer ziehen lassen, bis sie perfekt rosa war. Die gelbe Beete habe ich einfach in die Glut reingeschmissen und habe die rundum geschmort, bis sie komplett schwarz war. Geschält, aufgeschnitten. Dazu gab es Pfifferlinge, die habe ich nur mit etwas Öl mariniert, Salz und Vanille dazu und die auf dem offenen Feuer gegrillt. Dann hatten wir noch Waldfruchtmarmelade, die habe ich nur mit einer guten Pfeffermischung etwas aufgeschärft, die dazu gestrichen, das Wild aufgeschnitten, Beete dazu, Pilze dazu. Ein tolles Gericht, einfach, puristisch, back to the roots. Der Tag im Wald mit Mike, mit dem Wild, das war schon auch für mich überwältigend. Dieser Start am Morgen mit diesem Sonnenaufgang, die Gespräche mit Mike über die Jagd. Wenn man alt ist, ist es vorbei. Danach diese Stimmung im Wald, als zusammen dann diese Rehkeule verspeist haben. Die guten Gespräche, das war schon ein magischer Tag. Ich wünsche das jedem, dass er sowas mal erlebt, weil das ist Genuss und das ist auch Erdung pur. Wir waren auf einem Level, wo es absolut gemütlich war. Alle waren ruhig und alle waren am Schluss extrem glücklich. Und das sind tolle Tage. Wenn ich jetzt Ozzy Osbourne zitieren darf, beim letzten Black Sabbath-Konzert hat er gesagt, wenn es einen Tag im Leben gibt, den ich mit ins Grab nehme, dann ist der. Das war schon großes Kino. Puh.